Jo Leute, was geht ab? Und die letzten Wochen läuft eigentlich schon auf TikTok der Tinder-Schwindler und wir reagieren heute auf die reale Story dahinter, wie sich ein Betrüger über Tinder Millionen erbeutet hat. Ich bin sehr gespannt, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne ein Däumchen um da und auch gerne für mehr Formel 1 News schocken, auch auf Instagram und vor allem auch gerne auf TikTok bei @tobi. Viel Stuff, über 10.000 Abonnenten, also wir sind hoffentlich auch dort später oder morgen wieder hier auf diesem Kanal und wir starten los. Niemand wird gerne betrogen. Absolut nicht. Trotzdem finden wir Hollywood-Filme über spektakuläre Schwindeleien sehr faszinierend und spannend. Die heftigsten Stories strebt aber immer noch das wahre Leben selbst. So wie im Falle von Simon Leviev, der heutzutage nur noch als der Tinder-Schwindler bekannt ist. Schwindler. Sein Betrug und die Art und Weise, wie er Frauen verführen und belogen konnte, dass er dadurch zum Multimillionär wurde, ist krank. Ist so verrückt, dass er inzwischen sogar das Thema einer Netflix-Doku wurde. Wir wollen euch deshalb heute bin auf jeden Fall verdammt gespannt. Story des hab die Serie noch nicht auf TikTok und euch verraten, wie Simon Mykonos Leviev 10 Millionen Euro nur mit Hilfe von Lügen und Dates ergatterte. Es wird also sehr spannend, deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Geschichte von und habt ihr die Serie schon auf TikTok, auf Netflix gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Die 30-jährige Norwegerin Cecile Fjellhøy war das der erste Opfer? Hat ihren Mut zusammengenommen und sitzt in einer Talkshow, um zu erzählen, wie ihr gesamtes Leben zusammenbrach. Cecile lernte einen jungen Mann auf Tinder kennen und verliebte sich in ihn. Nur wenige Wochen nach den ersten Dates hatte sie dann umgerechnet 220.000 Euro verloren und stand, wie sie selbst sagt, vor dem absoluten Nichts. Sie wusste lange Zeit nicht, wie sie überhaupt noch weiterleben konnte, da ihr ihre Existenzgrundlage genommen wurde. So wie ihr erging es auch zahllosen weiteren Frauen, die Opfer von Simon Leviev wurden. Schon... Während sie ihre riesigen Schulden nun mühsam abbezahlen, ist der Betrüger selbst weiterhin auf freiem Fuß und genießt sein Leben. Aber wie konnte es so weit kommen? Wie schaffte es ein Mann nicht nur eine Frau, um riesige Geldmengen zu betrügen, sondern Dutzend. Über Jahre hinweg das immer ist ein Wahnsinn. Neue Opfer zu finden und sich Millionen zu erschleichen. Um das zu verstehen, tauchen wir nun in das Leben von Simon Leviev ein. Leviev wurde 1990 in Israel unter dem Namen Shimon Hayut geboren und zog im Alter von 15 Jahren dann in die USA nach New York, wo er das bereits ist klar, früh kriminell wurde, während er nämlich bei verschiedenen Familien als Babysitter oder Handwerker arbeitete, stahl Simon in ihren Häusern ihre Scheckbücher und fälschte auch selber Checks, um sich zu ergaunern. Dabei hatte er zwar keinen großen Erfolg und wurde auch erwischt, aber dennoch kam Simon hier auf den Geschmack und verstand, dass sich Betrügen lohnen kann, wenn man es nur geschickt genug macht. Daher ging Simon dann auch in die Vollen und änderte sogar seinen Namen. Er nannte sich ab nun Simon Leviev, um so den Grundstein für seine neue Karriere als Berufsbetrüger zu legen. Leviev ist nämlich auch der Nachname eines reichen israelischen Geschäftsmanns, der auch als der König der Diamanten bekannt ist. Achso, und der dachte so, wenn die Frauen schnell mal googeln oder so, dann glauben die vielleicht, der ist irgendwie so ein Sohn oder so, irgendwie ein näherer Verwandter. Er ist natürlich nicht dumm, auf jeden Fall. Und genau diesen angesehenen Familiennamen wollte sich Simon auch zunutze machen, um sein ausgetüfteltes Betrugssystem zu starten, das ihm später Millionen einbringen sollte. Der gut aussehende Mann meldete sich nämlich im nächsten Schritt erst einmal bei Tinder und anderen Dating-Apps an und fing dort an, mit zahlreichen Frauen zu schreiben. Bei seinen ersten Dates musste er erst einmal ordentlich investieren. Simon gab sich nämlich als erfolgreicher Diamantenhändler aus. Und natürlich auch teure Geschenke und lud sie in edle Restaurants und auch auf Luxusurlaube ein. Mit seinem Auftreten und seiner Großzügigkeit ließ er so keine Zweifel aufkommen, dass er reich war. Sobald er die Frauen davon überzeugt und ihr Vertrauen gewonnen hatte, fing Simon dann an, ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen, beispielsweise behauptete, und oh, meine Karte ist gesperrt worden, mein Portemonnaie im Auto vergessen. Wir kennen das Ganze natürlich.
Aber dass denn die Frauen wirklich so naiv sind teilweise. Ich meine, natürlich, du rechnest nicht damit. Er sagt so, er zahlt Urlaube und so weiter, aber trotzdem. Ich meine, irgendwann musst du ja stutzig werden, wenn dir da, keine Ahnung, das 10. Mal sagt, die Kreditkarte funktioniert nicht mehr. Ein Konto gerade eingefroren worden sei. Eingefroren. Und die Frauen dann fragte, ob sie ihm kurz. Sie fragten sich auch nicht, warum sie eingefroren worden ist. Könnten. Im guten Glauben, ihr Geld von dem angeblichen Millionär schnell wiederzubekommen, liehen ihm die Frauen dann oft höhere Geldbeträge. Anschließend brach Simon den Kontakt natürlich ab. Nachdem der 31-Jährige sich so erst einmal ein Startkapital aufgebaut hatte, lief seine Masche fast von allein wie ein Schneeballsystem. Mit dem ergaunerten Geld der Frauen konnte er nun nämlich einen noch aufwendigeren Lebensstil führen, den er auf Tinder und Co. dann in Fotos präsentierte, um so. Natürlich hat er sich da wahrscheinlich auch teilweise gefühlt. Wie geschickt der Betrüger dabei vorging, erzählte sein Opfer Cécile Fielheuil, das ihr am Anfang dieses Videos schon gesehen habt. Cécile war schon bei ihrem ersten Treffen von Simon beeindruckt. Hierzu lud er sie nämlich in einem Luxushotel auf einen Kaffee ein. Damit aber noch nicht genug. Zum Ende des Treffens stellte ihr Simon auch noch einen angeblichen Geschäftspartner und einen angeblichen Assistenten vor und erzählte der Norwegerin, dass er am selben Tag noch zu einem Meeting nach Bulgarien müsse. Anschließend lud er sie dazu ein, ihn doch einfach in seinem Privatjet dorthin zu begleiten. Nach der Luxusreise schrieben sich die... Aber der wusste dann wahrscheinlich schon, dass sie ein bisschen Kohle hat, weil, ich meine, warum sollte er sich den ganzen Ort Aufwand denn antun, wenn er gar keine Ahnung hat oder nicht mal einen Hauch davon weiß, wie viel Vermögen sie hat oder dass sie vielleicht ein bisschen Kohle hat. Weiterhin viele Nachrichten und Simon machte der jungen Frau, die selbst nur wenige Freunde hatte, immer wieder Komplimente. Außerdem überraschte er sie auch häufig mit teuren Geschenken oder schickte ihr beispielsweise 100 Rosen auf einmal. Cécile wurde so von Simon davon überzeugt, dass er wirklich reich und liebenswürdig war. Und so zögerte sie auch nicht, Simon ihre Kreditkartendaten zu schicken, als er ihr nach einiger Zeit schrieb, dass er von Konkurrenten aus der Diamantbranche angegriffen wurde und unbedingt unerkannt Geld abheben müsse. In der folgenden Zeit spielte Simon Cécile weiterhin den liebenden Freund vor und die beiden planten sogar zusammenzuziehen. Doch während Cécile an die große Liebe glaubte, ließ sich Simon immer Geld. Weitere Ausreden einfallen, um Schritt für Schritt immer mehr Geld von ihr das zu bekommen. Das ist schon sehr, sehr gaun. Zwischendurch fälschte Simon dann auch noch Rückzahlungsbelege, damit es für Cécile so aussieht, als ob ihr Geld schon wieder auf dem Weg zurück zu ihr sei. Als die Norwegerin ihren Freund dann endlich ihrer Familie vorstellen wollte und er nicht erschien, stattdessen aber nach noch mehr Geld fragte, erkannte Cécile dann endlich, dass sie Opfer einer Betrugsmasche wurde. Genau wie Cécile ging es unzähligen anderen Frauen auch. Nachdem Cécile Simon nämlich angezeigt hatte und sie hat das dann einer Zeitung anfing zu recherchieren, kam schließlich heraus, dass Simon schon seit Jahren in verschiedenen Ländern gesucht wurde. Er fälschte Pässe, Führerscheine und Kreditkarten alles, und zog unter verschiedenen Namen in Ländern wie Israel, Schweden, England, Deutschland, Dänemark und Norwegen immer die gleiche Masche mit anderen Frauen ab, deren Geld er dann für seinen Jet-Set-Lifestyle verprasste. Alle Opfer berichteten später, dass sie gar keine Zweifel an seinen Geschichten hatten, da Simon immer äußerst geschickt vorgehen. Das ist einfach nur ein perfekter Lügner, dieser Mann. Also natürlich, ich meine, er ist ein krimineller Mann, aber trotzdem ist er nicht dumm. Ich meine, er hat es geschafft, dass er, keine Ahnung, Millionen erbeutet von Frauen, denen er vorgespielt hat, denn er irgendwelche Gefühle vorgespielt hat. Ich meine, es ist schlimm, wenn man da zurückdenkt oder so, aber trotzdem, es ist eigentlich ziemlich legit. Der stets gut gekleidete und charmante Mann schaffte genau. Es nämlich, dass sich die Frauen reihenweise in ihn verliebten. Und immer, wenn er ihnen nach einiger Zeit dann wilde Stories auftischte und behauptete, dass sein Leben in Gefahr sei, gaben sie ihm bereitwillig Geld oder nahmen sogar hohe Kredite für den Betrüger auf. Und obwohl Simon zwischenzeitlich in Finnland, Israel und Griechenland verhaftet und sogar mal ins Gefängnis gesperrt wurde, gelang es ihm auch
die Justiz mit seiner Art Wahnsinn. Um den Finger zu wickeln und so immer schon nach kürzester Wahnsinn. Zeit entlassen zu werden. Damit Simons Betrugsmasche aber endlich mal ein Ende hat, hat sich Cecile mittlerweile mit zwei anderen Opfern zusammengetan nicht mehr so gut. Und sein Schneeballsystem öffentlich gemacht. Die drei Frauen haben eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um so ihr Geld wiederzubekommen und berichteten auch in der Netflix-Doku der Tinder-Schwindler von Simons Masche, Gott sei Dank ist jetzt endlich mal vor zu warnen. Mittlerweile ist Simon inklusive seiner bereits bekannten Tarnnamen bei jeder Dating-Plattform gesperrt und auch die Tatsache, dass die Netflix-Doku ein Riesenerfolg war, dürfte es dem Tinder-Schwindler wohl zukünftig schwer machen, Kohle hat eh genug Opfer zu finden. Das Verrückte ist allerdings, dass auch wenn man nun meinen könnte, dass die Geschichte jetzt fertig erzählt wäre und Simon überführt wurde, das Ganze noch überhaupt nicht vorbei ist. Simon selbst sieht sich nämlich nach all seinen Taten gar nicht als Betrüger. Stattdessen möchte er Netflix wegen Verleumdung verklagen und kritisiert, dass seine Familie seit der Ausstrahlung der Doku bedroht werde. Juristisch wurde er für den Tinder-Betrug ebenfalls noch nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen. Und es ist denk dich mal, dieser Mann kommt jetzt echt mit dem durch. Der hat sich da Tausende, vielleicht sogar Millionen Euro erbeutet und kommt damit einfach durch. Stell dich mal vor, dann geht noch diese Klage gegen Netflix durch, weil sie haben ja irgendwie die Rechte nicht an dem Gang. Oder sie haben ja so durch, ich weiß nicht genau, ich habe die Serie noch nicht gesehen, ob sie durchs Blatt gesagt haben, wie es war, oder ihn dann so direkt irgendwie so an den Pranger gestellt haben, weil es ist ja noch nichts rechtskräftig. Ich bin verdammt gespannt, wie das Ganze ausgeht, weil ich meine, allein die Geschichte, wenn Netflix wirklich, wenn die Klage gegen Netflix durchgeht, dann ist das natürlich, dann ist das echt wieder ein Trauer, dann ist das echt wieder sehr traurig für unsere Justiz. Aber trotzdem, dann kommt ein Verbrecher einfach durch damit. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Habt ihr die Serie gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Unklar, ob er überhaupt jemals dafür verurteilt wird. Obwohl sie wissen ja sogar, wer es ist, Mann. Berichte und eine ganze Doku Simons Machenschaften Millionen von Menschen vorgeführt wurden, genießt er aktuell sein Leben in Freiheit. 1,4 Millionen Abonnenten. Postet er immer noch Bilder aus Israel, in denen er einen luxuriösen Lebensstil genießt. Bei seinen Followern stellt er sich als Opfer dar, das nur von Golddiggern ausgenutzt wird. Tatsächlich hält Simon die Frauen nur für gierig und versucht mit solchen Anschuldigungen seine Opfer unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Da es allerdings unzählige Beweise für Simons Taten gibt, wie seine Chatverläufe, Anrufe und die übereinstimmenden Berichte sämtlicher Opfer, wird Leviv wohl niemanden mehr von seiner Unschuld überzeugen können. Auch ob all die neue Aufmerksamkeit für ihn, Simon, davon abhalten wird, in Zukunft wieder kriminell zu werden, bleibt unsicher. Denn schließlich ist er schon seit seiner Jugend auf der schiefen Bahn unterwegs. Und solange er seine Fehler nicht einsieht und Reue zeigt, wird er auch wahrscheinlich, aber das Ding ist halt, ich meine, ihm stehen jetzt eigentlich alle Türen offen. Der bekommt vielleicht sogar nur Bewährung oder so. Und keine Ahnung, der ist ja eigentlich sowas wie, ja, keine Ahnung, weltbekannt durch die Serie. Und irgendwie als Instagram oder so Influencer geht immer. Also ich bin verdammt gespannt, also wie es da weitergeht. Es ist natürlich sehr schlimm und ich denke mal, dass er wahrscheinlich schon verhaftet wird oder dass er eine Strafe bekommt auf jeden Fall. Was sagt ihr zur ganzen Geschichte? Habt ihr es auf Netflix gesehen und würdet ihr sie mir empfehlen? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Wie gesagt, jetzt-tobi. Viel vom Lernstuff, aber auch ein paar Reactions. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.